Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es endlich weiter mit unserem beliebten Goldbarren. Dezent noch nicht eskaliert mit dem Auto, außer dass er Bretter tief ist. Aber es geht weiter. So, wir haben uns ja mit dem Auto als Ziel gesetzt. Wir versuchen schon bestmöglich JDM-mäßig. Jetzt werde ich wieder durchbleich dafür. Ich sage mal JDM. Egal, wir wollen so ein bisschen japanisches Tuning. Also es soll halt einfach ein Japaner bleiben. Und jetzt ist die nächste Sache Thema Felgen. Wir haben uns überlegt, BBS Le Mans, cool. Ich fand es auch wirklich schön auf dem Auto, aber ich sagte dir, das waren Felgen von Tom. Die hatte er uns leihgabenmäßig gegeben. Und jetzt haben wir vor ein paar Wochen auf der Durchreise nach Stuttgart unseren beliebten Goldbarren abgegeben bei der Firma MB Design. MB Design, jeder von euch kennt die Felgenmarke. Ich glaube, die bekannteste Felge davon ist die KV1. Jetzt war ich mit Mike da hinten, gerade in Heidelberg bei Hinkel. Und auf dem Rückweg schauen wir mal, was unser Goldbarren eigentlich so macht. So, das heißt, wir haben dieses Auto hier abgegeben, weil die Firma MB Design bietet an, Räder aus dem Vollen zu fräsen. Das heißt, wir werden als allererstes scannen, gucken, was geht auf das Auto drauf. Dann gibt es einen passenden Rohling. Dieser passende Rohling wird gefräst, eine einteilige Felge nach unserem Design wünschen. Dann geht das Ganze auf eine Maschine, wo eine Prüfung gemacht wird. Und dann kommt der TÜV und trägt die Räder hier vor Ort ein. Einteilig gefräste Felge. Ganz frisch, ist noch ganz jungfräulich, sage ich mal vorsichtig. Ich glaube, wir sind somit die ersten Sätze, aber das wird richtig geil, weil bei diesem Fahrzeug wollten wir schon so ein bisschen gucken, dass das TÜV-mäßig im Rahmen bleibt. Salem hat damals bei H&R direkt das Fahrwerk auch eingetragen, deswegen machen wir jetzt mit Thema Felgen weiter. Aber ich würde sagen, das wird wahrscheinlich wieder eine lange Videoreihe, aber ihr wünscht euch das ja, dass es auch lang ist. Ich werde alles rausholen, ich werde alles fragen und wir gucken mal, was hier so geht. Hallöchen. Hallo, Philipp, servus. Haben wir die beiden richtig? So, Markus. Hi. Hier. Servus. Also. Servus. Hi. So, ich habe draußen schon mal die kurze Zusammenfassung gebracht. Wir waren auf dem Weg nach Stuttgart, haben unseren Goldbarren gebracht. Es soll so ein bisschen JDM-mäßig klassisch bleiben. Normalerweise hätte ich immer auf dieses Auto irgendwas Brutales, Dreiteiliges draufgeschmissen, was auf gar keinen Fall TÜV bekommt und einfach nur illegal ist. Die Zeiten haben sich ja so ein bisschen geändert. Und da kommt ihr jetzt in mir ins Spiel, ne? Ja, kein Problem. Als allererstes, ich muss einmal nachfragen. KV1, beliebteste Felge, oder nicht? Bei uns ja. Immer noch, ja. Immer noch. Ist immer noch so. Über 10 Jahre jetzt schon. So, das wäre die immer zweite noch, Frage gewesen, beste, wie lange ihr das schon macht. Erzähl mal kurz. Seit 1995 mache ich das schon. Nicht in dem Umfang, aber 1995, ja, tatsächlich, September. Da war ich 9 Jahre alt. Ja, ja. Ja, lange her. Das ist wirklich schon so lange. Das früher hatten wir mehr Tuning. Ja und nein, also mehr Tuning. Also Umbau, also Polo 86C und so dieser Golf 1, Golf 2, das war ja so diese Zeit. Und da ging es richtig rund und 14 Zoll Räder und so ein Zeug war das damals. Ja, und von dem, ich sag mal, Tuning ist man dann irgendwie immer mehr in die Sache Räder reingerutscht. Das Turborad kennt man ja auch, das dreiteilige, mehrteilige, habe ich 96 auf der Messe in Frankfurt auf der Automechaniker mal gesehen, bei ETA Beta. Und habe dann Kontakt mit ihnen aufgenommen und dann ging es schon mit Italien los. Und dann immer mehr sag mal, Räder gemacht und irgendwann war ich ja dann auch für ETA Beta mal der exklusive Deutschland oder Europa, nee Europa nicht, Deutschland, Österreich, ja Deutschland, Österreich, also alle TÜV-Länder, Vertrieb für ETA Beta. Und so kam man in die Räderbranche. Dann haben wir das hier auch gebaut 2006 und dann nur noch Räder gemacht. Weil 96, da gab es ja noch nicht mal Internet so richtig, oder? Das habe ich alles dann so mit. Das war noch so die Katalogzeit. Genau. Also mit Anfang hatte ich kein Internet tatsächlich. Und Festnetz anrufen. Genau, und so, ne? Genau so. Faxe, ich habe noch Faxe von damals, so Anfragen an irgendwelche Großhändler mit irgendwelchen Foliatec oder Inpro-Rückleuchten und so ein Zeug. Mhm. Das war damals so diese Zeit, gell? Reitlenkräder. Dann kam mir dieses Airbag-Lenkrad irgendwann mal, das war alles damals ganz, ganz neu, ja. Und da gibt es so Faxe, da habe ich Faxe hingeschickt mit Bestellung. Ich weiß noch, die allerersten Teile, die ich so damals für meine Herkules-Mofa bestellt habe, die waren tatsächlich, das war so dann... Prima 5S. 98, das, genau, das war so 98 auch, rum, ja. Da war es tatsächlich auch noch so mit Fax ausfüllen, genau, oder genau. So mit Glück hast du mal auf der Festnetz mal irgendwen erreicht. Und wenn ich nicht vergessen, habe ich einen Zylinder bestellt. So irgendein Mädel, jetzt soll ich jetzt nicht falsch verstehen, ist aber ein Mädel rangegangen und sagt, ich habe gefragt, muss ich irgendwas machen, will ich einen Zylinder einbauen? Und dann sagt sie so, ja, sie müssen den nochmal entgraten vorher. So, mit einem Tuch. So, und ich sollte ein Tuch nehmen, jetzt den nochmal entgraten. Egal. So, das war so, also damals war das halt noch so, da hast du halt einen Zylinder per Fax bestellt. Ja, und du warst froh, wenn er halt dann irgendwann ein, zwei Wochen später da war. Ja, also ein bisschen also was verändert. Und jetzt zurück in die neue Zeit. 95, genau. Dann 2006, sagt schon, haben wir hier gebaut. 2007 fertiggestellt und dann eigentlich nur gehandelt mit Rädern. Mhm. Und dann ist man da auch reingerutscht, sag mal, in die Produktion. Also in der Not herausgeboren. Italien macht ja heute noch immer gerne 4 Wochen zu. Im August ist da Schicht im Schacht. Die brauchen insgesamt 6 bis 8 Wochen zur Akklimatisierung, wenn sie wieder zurückkommen. Also du kriegst nichts. Wir hatten hier Kunden, die wollten Ware und hatten nichts. Italien zu, also der Zulieferer quasi war zu.
Also haben wir eine Maschine gekauft, um ein paar Löcher zu bohren. Das war, vielleicht kennt man es noch, dieses Rad, Eta Beta Tetsu hieß die. Das war damals auch der Renner, schwarz-matt mit so Edelstahl-Inlays auf den Speichen. Mhm. Und die waren gebohrt, mit zwei Schrauben festgebohrt. Und wir hatten dann Räder da ohne Inlays und brauchten aber mit Inlays. Und dann haben wir bei einem Rad die rausgebaut und haben dann mit einer Ständerbohrmaschine die Löcher da reingebohrt und haben das Rad umgebaut. Und dann war das aber 15 Grad schräg, das eine Loch. Also von der Konstruktion sehr aufwendig gemacht. Mit der Ständerbohrmaschine ist natürlich schwer. Ja. Also habe ich einen Benni damals angerufen und gesagt, Benni, was kostet so eine Maschine, was ihr da habt bei euch in der Firma? Ich brauche sowas. Ja, gebraucht so 50, 60. Und gelandet sind wir dann aber irgendwann bei einer neuen 5-Achs-Maschine. Das ist diese, wo wir dann, wenn wir die Räder machen, für den Goldbarren auch deine Räder fräsen werden. Und dann haben wir eine 400.000 Euro Matzsackmaschine damals gekauft, wegen diesen zwei Löchern. Und so ist das entstanden mit der Produktion. Und das ist bis heute die gleiche Fräse? Die eine. Das ist die erste und immer noch die einzige 5-Achs, die wir haben. Also das ist ein super, super Gerät. Und ich zeige auch gleich, wenn wir da mal hinten sind, wie wir die damals, weil wir hatten ja keinen Platz dafür eigentlich, es war nie vorgesehen, da eingebaut hatten. Und ist ja mittlerweile umgezogen. Mittlerweile tragen das Teil von der Halle so ungefähr. So, mach's tatsächlich. Das war also wirklich irre, das Ding da reinzuschießen. Ja, in dieses Regalsystem drunter haben wir das gebaut. Und wie gesagt, vom Hölzchen zum Stöckchen, 400.000 Euro dann ausgegeben, bloß Werkzeuge, dies und das. Und heute bin ich froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Weil es war damals der Startschuss für alles, was heute hier machbar ist. Also wir können ja alles im Prinzip herstellen, was rund ist und auf ein Auto passt. Und Italien war schon immer so ein krasser Felgenproduzent? Ja, hatte ich also bei OZ. Mhm. Gibt es ja so viele, gibt es heute schon gar nicht mehr. Fondmetall heute noch ein guter oder mit der einzige Zulieferer aus Italien, Eta Beta, noch die MAC, da gibt es ja so viele, also immer noch Speedline, das Ganze. Sparco hat ja zwischendurch auch mal Felgen gemacht oder machen. Genau. Und das ist schon nach wie vor ja, viel dort, aber hat sich halt auch bei allem viel verändert. Ja. Ich meine, durch Asien und so weiter. TÜV-Thema? War damals TÜV schon ein Thema? Auch ein Thema, war natürlich viel einfacher und anders als heute. Ich meine, ob das jetzt Abgasanlagen, das ist, kennst du ja alles, Geräusche und so weiter, das ist ja extrem schwierig geworden. Und ich sag mal, Radprüfung, das wird immer umfangreicher, das ganze Thema, weil einfach die Vielfalt da draußen halt auch so enorm ist. Deswegen ja unsere Produktion, das ist ja so eine Just-in-Time-Produktion. Also du bestellst was und wir produzieren es. Das ist nicht die Sonderanfertigung wie für dich. So diese Standardräder sind ja auch bei uns teilweise Fertiganlage, aber teilweise wird sie nach Bestellung im Onlineshop wird sie dann erst produziert innerhalb 5 bis 10 Tagen. Mhm. Mit Lackierung, mit allem, aber das sehen wir dann später gleich. Okay, aber generell Thema TÜV, also Räder und TÜV, sei es jetzt einfach nur das einteilige gegossene Rad, ist auch viel schlimmer geworden oder ist das ungefähr gleich geblieben in den letzten Jahren? Ja, vom Aufwand ist es ja eigentlich, die Räderrichtlinie gibt schon relativ lange so das gleiche Prüfszenario. Mhm. Aber der Umfang wird einfach oder wurde größer dadurch, dass die Vielfalt halt so extrem ist. Dann konkav, nicht konkav, das sind ja immer zwei verschiedene Räder. Mhm. Also du hast dann eine 9x20 zum Beispiel vorne, KV1 als Beispiel, hinten 9x20, KV1, aber DC, also mit Deep Concav. Das heißt, es sind eigentlich zwei 9x20, es sind aber zwei Prüfungen, es sind ja zwei verschiedene Räder. Mhm. Und dann hast du, keine Ahnung, wie viele Versionen haben wir da? Oder reicht ja, nicht, 40. Also 40 verschiedene Varianten in dem Rad, also einpressive Mittellochbohrung, Lochkreis etc. Und wenn man das alles mal hochrechnet, ist das Wahnsinn, was für einen Umfang da geprüft wird. Und das ist ja nicht mit einem Rad getan. So, jetzt mal zu meinem Fall. Japanisches Auto, Lexus. Dauerbrenner in Deutschland an jeder Ecke. Dafür wollen wir jetzt ein cooles Rad bauen. Okay. Was so JDM-mäßig ein bisschen cool aussieht, eure Ideen mit rein. Ja. Was könnt ihr da jetzt mit TÜV machen? Gut, im Prinzip ist das ja frei. Also wir nehmen Schmiedeblank, ein Vollmaterial sozusagen. Das sehen wir dann später, wie das aussieht. Zeige ich dann mal. Das ist also schon ein bisschen Radform, aber komplett geschlossen, wie ein Topf auf den Kopf gestellt sozusagen. Geschmiedetes Material, 6061 Aluminium geschmiedet, wie gesagt. Und das konstruieren wir dann, programmieren wir und fräsen dann raus, dein Design. Mhm. So, jetzt kann man natürlich das JDM im Prinzip ja nicht neu erfinden, weil dann wäre es ja kein JDM mehr. Also es muss ja irgendwo schon so vom Filmspeicher wahrscheinlich soll es sein, denke ich. Soll ja so ein bisschen so aussehen, wie diese Räder aussehen. So ein bisschen auch neu modern importiert. Muss mal gucken, konkav idealerweise für die Hinterachse, das müsste ja schätzungsweise 10 Zoll gehen. 10 Zoll. So, okay. Ja. Und vorne dann 9 oder 8,5 oder 9,5, was auch immer, das werden wir dann sehen. Also in dem Fall 9 wäre, denke ich, dann
als Kombination 9-10 ideal. Wie gesagt, musst du dann auch entscheiden, was du da, wie es aussehen soll. Und was der TÜV sagt. Und TÜV, genau, das ist halt wieder ein Ding. Wer hat so ein Fahrzeug überhaupt angebaut? Gibt es einen Anwendungsfall für dieses Fahrzeug? Das ist ja auch wieder, wenn man Teilegutachten machen wollte. Mhm. Es ging ja auch nur die Festigkeit, wenn die da wäre. Auch mit der Festigkeit per Einsatznahme, Paragraph 21 oder ich sag mal 19.2, könnte man ja auch eintragen. So wie jetzt auch andere Sachen mit nur einer Festigkeit. Mhm. Das müssen wir dann sehen, ob das überhaupt Sinn macht, Teilgutacht jetzt für die Räder, für das Fahrzeug zu machen. Okay, also der kleinere Schritt ist, ihr nimmt ein Rohling von euch. Genau. Da wird eine Felge rausgefräst. Genau. Und dann geht das Ganze bei euch auf eine Maschine erst und ihr stellt die Festigkeitsgutachten. Ja und nein, ja, so einfach ist es nicht ganz. Also theoretisch machen wir auf unserer Maschine, wir haben die gleiche Maschine wie der TÜV auch, eine Biegeumlaufmaschine, die macht halt dann diesen kurzen Langzeittest und dann gucken wir erstmal, passt das mit unserer Berechnung. Und wenn das positiv ist, dann geht es normalerweise dann zum TÜV und wird dann nochmal geprüft, Kurzzeit-Langzeittest auf der gleichen Maschine, ein Impact-Test, wie gesagt, der Schlag aufs Horn und ein Abrolltest. Da wird quasi ein montiertes Rad mit Reifen auf so einer Rolle gefahren, eine gewisse Zeit und dann halt geguckt, reißt es oder reißt es nicht, also hält es oder hält es nicht. Und dann wird ein Festigkeitsgutachten erstellt, wenn alles positiv ist und mit der Festigkeit kann man dann normal sowas eintragen. Als Einzelabnahme. Mhm. Ja, als Einzelabnahme. Das Teilegutachten ist ja dann das mal einfache, kann jeder überall, GTÜ und DEKRA etc. Dann wird ein Teilegutachten nochmal speziell für das Auto erstellt. Das ist auch gar nicht so teuer, aber es muss halt einer das Auto angebaut haben. Ja, das heißt, der Anbaufall muss beim TÜV vorliegen. Und es wird da eher unwahrscheinlich wahrscheinlich sein. Und die normale Festigkeitsprüfung für einen so einen Radsatz, geht das aber finanziell oder sind das Kosten? Ja, also beim Schmiedrad hat man den Vorteil, du kommst in der Regel mit einem Rad klar für nicht vielleicht alle, aber für fast alle Prüfungen. Mhm. Also für unsere Biegeumlauf reicht ein Rad, weil es einfach besser vom Material her, von der Dehngrenze her funktioniert als ein Gussrad. Das heißt, man muss eine mehr produzieren. Genau, in dem Fall eine mehr produzieren und dann kann man schon mal diese Tests abbilden mit dem einen Rad und dann auch der Impact, den kann man mit dem gleichen Rad theoretisch auch nochmal machen, das funktioniert dann schon. Beim Guss, wie gesagt, wird es etwas schwieriger, weil die Qualität ist halt, das ist eine andere. Ein Gussrad ist kein Schmiederad, Punkt. Ja. Und deswegen Schmiederad ideal, a, flexibel vom Design, leichter, filigranere Speichen, wenn man das möchte. Es ist einfach sinnvoll, ein Schmiederad zu nehmen, gerade für solche Sonderanfertigungen. Aber dieses Festigkeitsgutachten ist dann nur für diese Dimension der für Felge? Für die Dimension mit dem Lochkreis und Einpresstiefe, wie wir es geprüft, wobei, Vorsicht, Einpresstiefe theoretisch dann auch wieder in diesem Bereich von 4 mm. Bei Lochkreis, weil wir nur ein Rad hingeben, wäre nur der eine Lochkreis. Aber es ist immerhin eine Möglichkeit, vollkommen zu legal zu sagen, ich hätte gerne ein Rad in dem Design, in der Größe, auf dem Auto. Weil ganz viele dreiteilige Felgen, die man mittlerweile ja irgendwo herbestellt, Amerika, Deutschland, wie auch immer, sind ja schon alle komplett ohne TÜV, ohne Festigkeit und so weiter. Das heißt, man kauft eigentlich für exorbitante Summen solche Räder, inklusive mir, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, und kannst du eigentlich nicht eintragen. Vor ein paar Jahren gab es ja immer noch mal irgendwie einen TÜV-Prüfer, der da irgendein, keine Ahnung, Vergleichsgutachten, was weiß ich, gemacht hat. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil was willst du denn vergleichen? So. Du kannst natürlich vergleichen auf dem Auto, also Vergleich, Fahrzeug, diese Dimension passt aufs Auto. Genau. Das kann man vergleichen. So. Aber du kannst eigentlich sagen, das Rad hat die gleiche Dimension wie ein anderes Rad, das Rad hat gehalten, dann, das Vergleiche, das Rad hält dann, auch. Genau, aber dann gab es halt mal TÜV-Prüfer, die sich dann darauf einlassen, dass sie da aus so einem amerikanischen, chinesischen, taiwanischen Werk irgendein Schriftstück bekommen, dass die Festigkeit toll wäre. Und das ist halt zack, so, ne? Das ist aber eigentlich nichts wert, weil es war halt immer eine Grauzone. Keinerlei Funktion eigentlich. Also es wurde ja nie geprüft. Ja. Das ist einfach nur eine Berechnung und das reicht nicht. Oder zum Beispiel, was ich oft gehört hatte, war, wenn irgendwie Maxload 800 Kilo da reingegossen ist. Ja, ja, dann das reicht. Das ist Schwachsinn, gell? Ja, okay. Das ist Schwachsinn. Also wie gesagt, wir prüfen es dann hier, haben dann schon mal diese Kurz- und Langzeittests gemacht intern, aber um dann halt wirklich ein Gutachten zu erstellen, muss natürlich der TÜV machen. Also wir sind nicht auditiert, irgendwie hier eigene Gutachten zu erstellen. Ob dann natürlich ein TÜV-Prüfer mit unseren Ergebnissen sowas eintragen möchte oder kann, das ist wieder ein anderes Thema. Aber theoretisch das richtige Gutachten, wie man es kennt, das muss im Prinzip der TÜV erstellen. Aber wenn irgendein ein Tuner, Händler oder eine Privatperson wie ich sowas bei euch in Auftrag geben würde, kann theoretisch danach jeder andere auch diese Sätze auf seinem Auto verbauen und hat auch das Festigkeitsgutachten dazu. Wenn ein Festigkeitsgutachten erstellt wurde, kann man im Prinzip das natürlich für das gleiche produzierte Rad weil wird ja viele geben, die, keine Ahnung, für Nissan GT-R, Porsche Turbo, hat die Dimension dann. Genau, genau. Wo es halt schon mal 10, 20 Autos gibt. Auch noch wichtig zu erklären, man kann natürlich dann, wenn das jetzt so gemacht ist und geprüft, haben wir 114.3 geprüft in, ich sag mal, 10x19 ET 4711, irgendeine Idee. Und jetzt kommt ein Audi-Fahrer, sagt, ich will das unbedingt, aber auch in 112. Mhm. Dann kann man natürlich mit noch einer Prüfung diesen Lochkreis wieder dann ableiten von dem anderen. Also man muss noch eins prüfen mit 112,
Aber die anderen Prüfungen, der Abroller und der Impact, der ist schon gemacht, den brauchen wir nicht nochmal machen. Oder andere ET. Dann kann man ein Rad hinschicken nochmal zum TÜV, lässt es nachprüfen. Muss man immer, das kann man ja so pauschal hier nicht so erklären. Man muss schon gucken, dass man halt in dem Rahmen ist, was kann man ableiten. Und dann wird im Prinzip nachgeprüft, kostet natürlich wieder Geld. Und dann hat man auch einen anderen Lochkreis. Oder, also man, kauft, auch. Oder man kauft sich bei eBay die typischen Lochkreisadapterschrauben. Das wäre 30 Euro. Genau. Aber das ist gar nicht mal so blöd. Ich meine, es gab früher von RH sowas mit den Adaptern. Hatte ich tatsächlich auch, auch schon mal. Und theoretisch, wenn du jetzt dein Rad dann nimmst, was du bekommst, hast du 10x19, wie gesagt, irgendeine ET und die würde auf ein, was weiß ich, RS4 jetzt draufpassen. Könnte einer mit Adapter auf ET20 oder sowas den Lochkreis verändern, dann wäre das Rad ja trotzdem geprüft. Genau, das, also das gut, kannst du dann trotzdem richtig offiziell benutzen. Ja. Cool. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen mal weiter und fangen einfach mal an. Genau. Das heißt, als allererstes Auto auf die Bühne und gucken, was da überhaupt geht. Genau, scannen wir mal ab und dann... Alles wird richtig gescannt. Ja, 3D-Scannen, dann haben wir genau alles, Kotflügelkante, Bremse. Bremse kommt da wahrscheinlich eine Dicke drauf, so wie ich kenne. Also noch ist tatsächlich der Originalmotor drin, aber mal gucken, was noch so... Ja, mir bleibt nicht drin. Bremse und Motor wahrscheinlich wird vermutlich getauscht, davon gehe ich stark aus. Das heißt, wir scannen jetzt mal ab, was da ist. Dann musst du halt irgendwann später mal sagen, okay, die Bremse kommt vielleicht, dass wir dann schon gucken, dass genug Platz ist. Und mit dem Scan hast du halt einen riesen Vorteil, du hast digital alles erfasst, Daten, du kannst gucken, genau wo bist du dann später und wo stört irgendwas und kannst halt darum oder herum konstruieren. Das ist einfach viel besser. Das heißt, wir haben früher mit dem Lineal gemacht und so. Das ist, geht auch, aber das ist jetzt viel besser. Das heißt, im Idealfall ist es am Ende so, Räder drauf runterlassen und es passt halt genauso. Das, was wir jetzt scannen und was wir dann konstruieren, sollte genauso sein, wie wir es wollen. Ja. Okay, let's go. Gehen wir mal gucken. Hab da mal was vorbereitet, hat man früher gesagt. Hat tatsächlich mal ein paar Punkte geklebt. Oh, Alter, aber auch nicht gerade wenig, das Gewinde. Braucht man wirklich so viele Punkte? Das kommt darauf an, ob wir nur die Bremse wollen als Störkontur oder ob wir in dem Fall das ganze Rathaus aufnehmen wollen. Mhm. Ja, ist schon Wahnsinn, was mit Technik so mittlerweile. Zuerst muss man die Referenzpunkte einsammeln. Ich bin gerade ein bisschen begeistert, was er schon für eine fette Bremse eigentlich drauf hat. Ja, für so einen Seriensauger, ne? Vor allem auch so dick. Guck mal, das ist hier, keine Ahnung, eine 28er Scheibe oder so. Alter. Piepen heißt Fehler? Piepen heißt Fehler. Und solange es grün ist, bin ich entweder zu nah, wenn es blau oder rot wird, bin ich zu nah dran oder zu weit weg. Wie oft macht ihr das so die Woche? Also wie oft kommt wirklich sowas vor mit... Einmal die Woche. Ach schon, so viel? Einmal die Woche, ja. Okay. Wenn wir uns dann hier die Punkte eingesammelt haben, der weiß jetzt schon, der hat jetzt schon jeden Punkt am Fahrzeug übernommen, als Sternenhimmel, aber noch keine Teile. Und jetzt machen wir das gleiche wie vorher, nur, dass er... Das war ein guter Scanner, ne? Polter. Zeiss. Ich habe ja auch schon so ein paar Sachen gescannt und das geht erstaunlich gut und zuverlässig gerade. Das Innenrathaus, das ist bei eurem Barren schon teilweise etwas durchlöchert. Ach, das habe ich gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird uns jetzt als Grundlage, da ich nicht jede Pore brauche, schon ausreichen, um den Bauraum deiner Räder zu ermitteln. Das Ganze können wir dann noch polygonisieren, das heißt, der baut da jetzt wirklich ein Modell draus. Später kann ich dann in meinem Serieprogramm, baust da unten und oben ein Gelenk ein, trenn die Teile und dann kann ich einlenken, einfedern. Ah. Das heißt, wenn der jetzt fertig mit Rechnen ist, hast du da aber schon ein richtiges 3D-Modell? Nein, das ist noch eigentlich eine Messwolke. Okay. Millionen von Messpunkten, das mache ich später, im nächsten Step baue ich mir dein Modell draus. Das heißt, jetzt zur Sekunde hier bestimmen wir noch gar nicht die Felgengröße, das kommt erst im nächsten Step. Das ist wirklich erstmal nur eine Aufnahme. Genau, Aufnahme vom Zustand und wenn ich es polygonisiert habe, ist es ein Modell. Mhm. Jetzt könnten wir hier noch Details scannen, machen wir jetzt in dem Fall nicht. Und jetzt tun wir polygonisieren und dann ist das Teil, Bauteil, Name. Vorteil natürlich, du kannst immer wieder drauf zugreifen, kannst messen und... Ich könnte jetzt rein theoretisch einsteigen und wenn ich feststelle, ich habe irgendwo eine Ecke vergessen und scanne da weiter. Mhm, das geht. Das kann auch nicht jeder Scanner, der kann es. Was allerdings nicht mehr gehen würde, ist, wenn ich jetzt in dem Zustand die Lenkung auch nur einen Millimeter bewege. Mhm. Weil dann passen die Referenzpunkte hier nicht mehr zu denen. Und dann findet das nicht mehr. Dann weiß der nicht mehr, wo er ist. Ja, ja. Okay, aber das erleichtert euch die Arbeit schon auf jeden Fall. Und ist auch, glaube ich, halt ein professioneller Schritt. Weil man halt auch einfach weiß, es
passt am Ende. Genau, ja. Absolut notwendig sowas. So, und wenn einer sagt, da passt eine 10er runter und ihr seht aber, da passt keine 10er runter? Da kannst du es auch messen, irgendwo sowas. Gell? Ja, früher haben wir heute ja auch noch, also steckst ein Rad dran ohne Reifen, drüben liegt so ein spezielles Holzklotz, verschränkt, komplett ablassen, reicht ja im Prinzip auch, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, auch hier Achsteile und so weiter wirklich das Optimale zu konstruieren und das geht halt nur auch gerade so Lenk, Winkel, dieses ja. Ganze, das kannst du ja so gar nicht alles probieren und mit dem bist du halt super flexibel ja. Ja, und ist einfach digitalisiert und da kann man schon schöne Sachen mitmachen. Ja. Das Ganze bietet ihr aber auch theoretisch einem Kunden an. Also wenn könnte man machen, hatten wir mal drüber nachgedacht, weil es war ja richtig eine Investition auch. Ja, das war ja nicht mal so für 5.000 Euro, ist das nicht erledigt, ja. Ja, das kostet richtig Geld. Aber im Prinzip, klar, wenn der Bedarf ist, gibt ja einen, die machen das professionell, das kann man machen, logisch. Mhm. Ja. Ich meinte jetzt mehr den Fall, dass einer sein Auto bringt. Achso, Auto würde auch gehen natürlich. Will einen Satz Räder haben, ja. Irgendwas Geiles angefertigt von euch, da ist dann schon so. Genau, also im Prinzip ist es egal, was man scannt. Ich sag mal, die Größe, klar, ist irgendwo begrenzt. Aber, wobei, nee, eigentlich nicht. Der Scanner ist nicht optimal, um eine ganze Karosserie aufzunehmen. Schade. Der ist für Meter auf den Meter. Ja, so, genau. Das geht trotzdem, aber die Messgenauigkeit lässt nach. Wenn man da mit einer nachlassenden Messgenauigkeit leben kann, für einen Karosserieteil. Wir reden hier über Zehntel, nicht über Millimeter oder 5 Millimeter. Kann man auch das ganze Auto scannen. Gut, also Daten haben wir jetzt aufgenommen. Hier sehen wir unseren Bauraum. Hier drin können wir uns bewegen. Jetzt natürlich die Frage, was hast du denn vor? 18 Zoll bar montiert. Darf es 19 oder 20 werden? Also ich persönlich fand es eigentlich, ehrlich gesagt, mit dem dicken Reifen drauf eigentlich ganz cool. So, weiß nicht, ich finde, das hat irgendwie zu diesem Limousinen-Japan-Charakter gepasst. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt den Aufwand macht, es ist halt leider immer so größere Felge, sieht schon irgendwo das geiler aus. Ja, so müssen wir schon größer werden. Ja. Oder was würdet ihr empfehlen? Oder falsch, was können wir TÜV-technisch überhaupt machen? 19. Mhm. Bei 20 werden wir wahrscheinlich ein Reifenproblem bekommen mit einem Abrollumfang, aber 19 ist hier machbar. 19 ist machbar, okay. Ja. Weil wir haben jetzt gerade ja 200, also serienmäßig hat er 225, 50, 17, in 18 225, 45, 18. Ja, das heißt 19 perfekt. 19. 35, 35, 19. So, so Abrundumfang perfekt. Genau. Fährt auch noch gut, nicht zu flach. Ja. Jetzt für sowas mit Leistung später mal wieder wahrscheinlich mit Sicherheit irgendwas kommen. Oh. Thema schon wieder. Noch haben wir es nicht noch raus. Sehe ich kein Turbolader hier. Ja, aber ich schon. Nur, noch ist tatsächlich also so wenig Leistung, dass nur ein Rad hinten durchdreht. Ja, aber gut, wie gesagt, dann würde ich sagen, 19 macht Sinn. Genau. Und dann auch in Kombination. Oder wir haben hinten einiges mehr Platz. Auf jeden Fall, genau, ist mehr Platz mit Sicherheit, ja. Ganz andere Frage, wir haben ja schon vor, aus einem Rohling eine einteilige Felge zu fräsen. Ja. TÜV-mäßig ist das egal, ob einteilig oder mehrteilig? Mit dieser Prüfung, das würde auch genauso genau wie Mehrteile gehen. Beim Mehrteile kommt noch eine Prüfung, eine andere hinzu, wegen der Verschraubung und so weiter, aber das ist im Prinzip alles das Gleiche. Alles das Gleiche? Ja, also könnte man auch mehrteilig machen, aber ich finde auch mit hier eigentlich einteilig, Monoblock besser. Auf jeden Fall besser. Für mich war auch. Gerade auch wegen dem JDM-Style. Genau, für mich war Japan immer eigentlich einteilig. Ich muss mit dem Bett und so, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das Richtige. Und von, wo geht das los von Rohling her? Was habt ihr da so? Also wir haben ein Lager ab 19 Zoll bis 24 Zoll da. 24? Ja, mit das wird eng. Flex oder vom Feind. Ja, ohne Reifen würde gehen. Ja. Nee, also 19 Zoll geht es auch los tatsächlich, was an Lager ist an Rohling. Und ich schätze mal so mit dem, das muss man halt dann jetzt mal genau auswerten, an dem Scan dann, wo wir hinkommen, Ablass und Zustand und so weiter. Wahrscheinlich wird es dann irgendwo 8,5, 9 vorne werden und hinten 9,5 bis 10,5 irgendwo in dem Bereich. Das ist schon krass, wie sich das so entwickelt hat, dass es jetzt so übertrieben gesagt bei 19 Zoll losgeht. Ne? Ja, das stimmt. Früher war 19 Zoll undenkbar. Früher war 19 Zoll. 17 Zoll ist nonplusultra. Genau. 18, dann 19, krass. Ja, und jetzt ist dann irgendwann 20. Dann war ja 20 so, das so. Ja, heute in der Serie schon 23. Ja. Lamborghini Urus, GLS, Land Rover, so 23 Zoll Serie. Die Frage ist, werden wir breiter? Wahrscheinlich schon, damit es alleine cool aussieht. Ne? Ja. Weil das soll ja schon so ein Optikratzer von werden. Von innen nach außen, das ist ja das Schöne hier, durch das Rathaus jetzt von innen nach außen maximaler Platz ausgenutzt. Mhm. Das ist das Ziel. Mhm. Also wirklich von innen, ich sag mal, gut, hier ist kein Federbeineweg, aber dann Achsschenkel oder was auch immer, von hier nach außen maximal den Bauraum ausgenutzt. Und er hat auch leider hier hinten so eine unschöne Kante. Aber das werden wir dann spätestens auf dem Scannen auch sehen. Eigentlich müsste man hier leider erstmal die Flex ansetzen, aber das können wir nicht bringen, weil der karosseriemäßig eigentlich echt noch gut ist. Ziel soll sein, vorbeigehen. Ja, weil finde ich auch nicht so schlimm, weil irgendwie diese Karosserieform, finde ich, lädt auch so ein bisschen ein dazu, dass das Rad da ruhig. Ja. Das darf ruhig dann stehen. Kann man dann durch Tiefe wieder kompensieren. Mhm. Ah, das kann ich gut hören.
Okay, das heißt jetzt als nächstes Daten auswerten und zum Konstruktion und genau, Rad entwickeln und konstruieren. Genau. Machen wir. Let's go. Oh. Also die To-Do-Liste finde ich auf jeden Fall schon gut. Also Punkt 1 haben wir schon abgehakt. Finster vor allen Dingen. Ja, dann let's go. Ja, im Prinzip haben wir da eine Bremse vermessen und damit haben wir die Störkontur. Dann fange ich an, schnapp mir den zur Verfügung stehenden Rolling. Hab das schon mal auf DGT jeweils geschoben. Dann das ist jetzt Vorder- oder Hinterachse? Das ist jetzt die Hinterachse. Hinterachse, okay. Das heißt, wir wissen, dass das Rote hier jetzt gerade ist unsere 10x19. Genau. Okay. Und das ist auch nur der Blank. Wir von dem Rohling zur Verfügung haben, weil wir können ja auch nicht mehr Material auf einmal herzaubern. Das halt in dem Bereich kannst du jetzt hier eine Felge zeichnen. Genau. Und dann wird halt mehr oder weniger freihand das gezeichnet. Aus Erfahrung, wie viel Materialstärke man braucht, legt sich das schon mal grob fest. Also grobe Skizze quasi wird erst gemacht und aus der Skizze wird dann ein Rad gemacht. Das ist der Schnitt ja vom Wie viel Rad. Ist das da oben so? Was sind das? 10 mm? 15 mm? Ja, hier oben sind so ca. 15 mm oder 20, so war es geplant. Und den Rest sieht man bei der Festigkeitsberechnung, ob man da irgendwo noch was wegnehmen kann. Genau, wird dann reduziert quasi. An den Stellen, wo es weg kann oder weg muss oder weg soll, wird dann so viel möglich noch rauskonstruiert sozusagen. Genau, das war einfach nur der erste Entwurf, damit man mal loslegen kann. Das heißt, hier sieht man auf jeden Fall schon unsere leichte Japan-Kontur. Genau, sag ich jetzt mal. Ne? Genau. Gab ja eine Zeit, wo man sowas niemals gemacht hätte. Da wollte man ja die Speiche immer bis zum Ende maximal lang spitzen. Ja, wobei früher war das ja schon mal so. Mhm. Also meine Anfangszeit war ja diese 14 Zoll und so weiter. Da war ja Bett, das war ja Bohrbett A, ACF A, das war ja so das Rad. Ja, und die waren ja alle mit Bett. Das war ja ähnlich. Ja, zwar gerade, aber im Prinzip auch mit Bett. Ja. Und denke mal, sowas kommt auch irgendwann wieder. Ja. So, da habe ich dann schon mal ein Segment davon. Ein Kuchenstück. Genau, ein Kuchenstück. Das bildet sich dann Stück für Stück ab. Da kommt dann schon langsam die Kante hier rein. Also okay, das heißt, du konstruierst dann wirklich Scheibe für Scheibe und dann kann man das einfach dann weiter drehen, kopieren. Da gibt es ja Funktionen für, wie man dann ein ganzes Rad draus macht. Genau, ich mache da im Prinzip ein Kuchenstück. Teilung kommt immer aufs Design drauf an. Und dann wird das in der Regel gespiegelt, rotiert, um dann halt zu einem ganzen Rad zu kommen. Das ist jetzt einmal quer durchgeschossen. Genau. Ja, da kommt jetzt schon so richtig dieser Japan-Touch durch. Sechs Speiche, gebogen, das klassische Japan-Rad. Schön konkav auf jeden Fall. Ja. Überall, wo ich jetzt so einen Strich sehe, das bedeutet, da treffen sich eine Fläche und Radius, oder was bedeutet so ein... Genau, das sind einfach gedachte Kanten. Hm. Ja, das sieht doch saftig aus. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sowas einmal in der TÜV kriegt. Ja. einfach aus dem Klotz rausgefräst. Das spielt am Ende ja keine Rolle, ob du jetzt vier Räder für dich produzierst oder 2000 für die Serie. Ja, ja, klar. Es ist halt einfach nur ein Kosten. Genau. Ist jemand bereit zu investieren in ein zusätzliches Rad oder Räder und in die Prüfung? Exklusive Sonderanfertigung. Ja, genau, da haben wir das Logo dann. Also, was ich auf jeden Fall schon mal extrem geil finde, ist an den Speichen seitlich nochmal diese Hinterfräsung. Ja. Und jetzt können wir theoretisch die Felge, so wie sie ist, in eine Simulation schmeißen und die sagt schon mal, ja, ist gut oder ist schlecht. Genau, das ist jetzt hier schon, der Christian hat gerade schon mal den Hebel, also die Stange da hinten reingeblendet und das ist im Prinzip jetzt wie der Stab der Biegeumlaufmaschine und das ist jetzt hier quasi verschraubt, auch wenn da keine Schraube ist, das ist eins und jetzt wird quasi die Biegeumlaufprüfung, die wir auf der Maschine machen, wird hier jetzt auch schon vorab simuliert. Wie ist eure Erfahrung, Simulation, Wahnsinn. Maschine? 99%. Also ist wirklich tatsächlich so, dass... Auf jeden Fall. Das ist schon manchmal erschreckend, wie gut diese Software dann das vorausberechnet, oder? Also 99, oder kann man 99,5 mal sagen? Ich kenne das von früher noch so, dass so eine Simulation ein paar Stunden dauert. Ist das immer noch so, oder? Je nach Rechner, das ist auch immer wichtig. Also Software ist wichtig, Rechner ist wichtig, da musst du immer up-to-date sein. Wir können uns gleich mal da den kritischen Punkt angucken. Und wir haben eine, deine Räder mit Absicht zerstört. Mhm. Um gegen zu prüfen, ob das stimmt. Passt. Und dann guckst du dir mal die Bruchstelle an deinem Rad an. Krass. Unglaublich. Zu der. Aber das ist ja schon mal ein gutes Gefühl, wenn es wirklich so nah ist. Das meine ich vorhin mit dem, wenn man das anguckt, man sieht schon, was los ist. Gerade wenn man dann so, das ist ja mit dem Fahrverlauf dieser Prüfung. Und manchmal guckt man halt auch nicht genau hin und ist da in seinem Ding. Ja? Aber das ist schon krass. Wenn man die dann anschaut und siehst du, diese Stelle, die wird nicht funktionieren. Ja. Und dann auf der Maschine exakt genau da passiert es. Das ist total irre. Aber
ich sag mal, eigentliche Arbeit ist beim Programmieren, das CAD-CAM. Mhm. Also sprich von dem 3D-Modell programmieren in die Maschine rein. Die Hinterachse hat 1,4 Millionen Zeilen. Ach krass. Mhm. Das ist noch relativ. Kann man theoretisch per Hand eingeben. Kann man ruhig mal abtippen. Dauert ein paar Jahre. Ja, das ist schon irre. Krass. Genau, das hier ist auch hier die fertige Berechnung. Da siehst du dann die maximale Spannung. Ja, außer wenn wir beim Energieberater sind auf einmal. Ja, ja, genau. Das ist jetzt 141 MPa. Also bei einem Schmiedrad, sag mal, gehen wir so bis 160 maximal. Mhm. Dann kannst du von ausgehen, dass das Rad auch hält. Mhm. Okay, und man sieht halt schon, wo die Schwachpunkte sind. Genau, und jetzt ist hier auch so ein Ding, das halt bei gewissen Geometrien immer schwierig, auch verdrehte Räder und so, ist es auch oftmals ein Riesenproblem. Das ist schon mal optimal, wenn das jetzt, sag mal, geradlinige Speichen sind und nicht irgendwas Verdrehtes. Das ist schon mal ganz gut. Aber du siehst schon hier, dass das eigentlich super stabil hier ist. Das ist ja alles jetzt grün. Da sieht man dann immer, wo wir da sind. Also in dem Fall bei 70 ungefähr. Und das Blaue ist 0. Also hier ist nichts. Das heißt eigentlich theoretisch, und hier ist aber hier wieder ein Problem. Ja. Oder da ist das Erste, was nachgeben würde, ist hier in den Ecken. Klar, an den Kanten sowieso. Wenn man hier jetzt zum Beispiel eine Tasche von der Rückseite macht oder irgendwie was verändert und macht das schwächer, mhm, also weniger, das meine ich von mit dem weniger ist manchmal auch mehr, dass der Verlauf einfach hier besser ist und homogener, dann wird das hier entlastet und verlagert sich mehr nach hier. Das heißt, du kriegst hier eine insgesamt homogenere Kraftverteilung hin. Und dann hätte man eigentlich das Rad noch optimiert und es ist trotzdem leichter. Mhm, also das ist so jetzt mal im Schnellverfahren, was mir es da vorhin ging. Und genau da sieht man schon, was eigentlich los ist. Ja. Okay, cool. Ich würde sagen, ab zur Fräse. Ja. Entschuldigt auf jeden Fall schon mal den Tonpegel hier. Hier wird gearbeitet, hier wird Geld verdient. Das heißt, die Maschinen laufen. Nur ganz kurz, das ist die besagte Maschine, ja, die seit eh und je hier ist. Richtig. Die ist hier seit Tag 1 der eigenen Produktion. Und ist eigentlich auch Grund für die eigene Produktion. Aber alle Felgen werden auf der gefräst. Hier wird jedes Schmiedrad hergestellt. Ja, okay. Die anderen zwei bzw. drei Maschinen sind für die Fertigbearbeitung der Gussräder, die es auch noch gibt. Wir sind natürlich in der Fertigung schon ein bisschen weiter. Meine Räder sind natürlich schon fertig. Gehe ich mal von aus. Ja. Das heißt, ich würde sagen, ihr kriegt jetzt erstmal ganz kleinen Porn, weil wir haben nämlich auch ein paar Frässequenzen davon mit der GoPro drin. Und dann geht es als nächstes weiter in der Lackiererei, oder? Richtig. Okay, let's go.